Willkommen zurück zu meinem Let's Play True 4 Broken Souls Teil 2 oder True 4 Verlorene Seelen Part 2. Ich bin's mal wieder, eure Boom 36 und wir machen uns spannend hier weiter. Hier gibt's wieder was zum Lesen. Hallo Ethan, als ich in Jessicas Büro war, konnte ich nicht anders als zu bemerken, dass etwas mit dem Display nicht stimmt. Nicht nur, dass die Organe nicht auf ihren Sockeln stehen, sondern es scheint auch eins zu viel zu sein. Weißt du etwas darüber? Ich danke dir, Rachel. Oder fehlt vielleicht nur ein Sockel? Wie auch immer, ich bin fasziniert. Vielleicht könnte ich herausfinden, was da nicht hingehört. There is someone in the tank. There is someone in the tank. That's impossible. It hasn't been opened in ages. It can't be opened. But something is obviously moving in there. This place. This place is just wrong, tainted, evil. I can't describe it. I just don't understand. But it is. You can feel it. Da ist jemand im Tank. Da ist jemand im Tank. Das ist unmöglich. Es wurde seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet. Es kann nicht geöffnet werden, aber etwas bewegt sich ganz offensichtlich da drin. Dieser Ort ist einfach nur falsch, verunreinigt, böse. Ich kann es nicht beschreiben, ich verstehe es auch nicht, aber es ist so, man kann es fühlen. Armer Mann, es hört sich immer weniger vernünftig an. Andererseits frage ich mich, wie die Leute reagieren würden, wenn ich ihnen alles erzählen würde, was ich denke, was ich gesehen und gehört habe. Ja, lieber nicht. Lass mir das mal. Diese Box sieht interessant aus. Leider steckt sie unter dem Regal fest. Na toll. Aber ich wohl ein Wagenheber, was? Was ist das? Eine Schleuder, okay. Wir wollen noch Steine, das war gut. Ah, ah, zurück, da habe ich was gesehen. Wegen all diesen neuen Geräten, die im Block B ankommen, werfen sie perfekte Möbel weg. Jessica hätte eine solche Verschwendung nie zugelassen. Ich habe einen antik aussehenden Tisch gefunden. Fantastische Holzarbeiten. Nur ein gebrochenes Bein. Wer es findet, das behalten. Da ist etwas in einer verschlossenen Schublade. Ich will den Tisch nicht beschädigen. Ich werde versuchen, die Kombination herauszufinden. 6941, eine Woche Mittagspause mit den verdammten Ziffernblättern und alles, was ich bekomme, ist eine Lampe mit dunklem Licht. Nun, zumindest kann ich jetzt die Schubladen benutzen. Irgendwo kann also ein Tisch mit einem gebrochenen Bein geben oder auch nicht, der noch etwas enthalten kann oder auch nicht. Die Kombination ist 6941. Hier? Hier? Nein. Okay. Der Dampf ist kochend heiß. Ich muss den definitiv abschalten, wenn ich mich nicht verbrennen möchte. Es gibt da unten genug Sauerstoff für das Feuer. Es anzuwachen hilft ein wenig. Das kann ich aber nicht lange machen, besonders wenn ich mich tiefer greifen kann. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, die Luft zuzuführen. Okay. Ich komme nicht durch. Es ist buchstäblich glühend heiß. Ist das eine Jacke? Ich kann sie nicht erreichen, ohne mich selbst zu verbrennen. Na toll. Kessel 2, Licht, Kessel 1. Ich schätze, dass dieses bedeutet, dass die Steckdosen stromlos sind. Zu schade. Warte mal, die Schleuder weiß ich ganz genau, wo ich die einsetze. Rabe, komm mal bitte her. Mag keine Kräne, aber ich will sie auch nicht verletzen.
Ach, Rabe, muss das denn sein? Warum denn? Irgendwo war doch noch diese... eine... Ding da. Meine Kette ist kaputt. Und das Schweißen öffnet sich genauso leicht wieder. Ohne den Batterie ist es nutzlos. Was ist da? Gewichte. Ich kann ohne das Licht nichts wirklich sehen. Hast du ja gut gemacht. Oh Mann. Ich kann sie doch nicht einfach zusammenbinden. Ich brauche etwas, um beide Teile zu verbinden. Handschellen? Und jetzt? Die Tür. Wir sind jetzt erst bei Szene 2. Ach du Schande. Was für eine beeindruckende Halle. Es sieht nicht so aus wie ein Krankenhaus, beinahe wie ein Tempel. Es gibt zwei Flure, eine führt zu einer riesigen Sterntür. Was für ein seltsames Schloss. Ich frage mich, wie es, wenn man es sich öffnet. Der Stangenwagen ist mit einem speziellen Schloss verriegelt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist ein Symbol drauf. Ich wette, der Schlüssel wird das gleiche Symbol haben. Ist die Tür mit einem bizarren Gerät verschlossen? Okay. Daniel Brick leitet die Dark Falls Anstalt 1942 bis 1946. Uiuiui. Daniel Brick war Direktor von 42 bis 47. Jeff Lippack war von 1947 bis 1949 Direktor. Es sieht so aus, als wäre Jeffrey Lippack von 1947 bis 1960 Direktor gewesen. Ich glaube, das ist eine Tür, aber ich sehe keinen Knopf oder ein Schlüsselloch. Es gibt diese seltsame Kugel in der Nähe und beide haben Sterne. Diese Tür, dieser Ort, dieser Korridor gibt mir ein Gefühl von Déjà-vu. Als ob hier etwas passiert wäre, etwas Schlimmes. Ein optisches Landschaft, die zweifellos die Wunder der Wissenschaft darstellt.
ein Labyrinth. Ich frage mich, für wen oder was? Es muss etwas fehlen. Okay. Ist das eine Mauer oder ein Tor? Nach dem Bodenmuster zu urteilen, ist es ein Tor. Was für ein seltsames Gerät. Sterne, Hebel. Nun, ich muss mir definitiv keine Sorgen um diese Maschine machen, bis ich die fehlende Hebel gefunden habe. Bis dahin werde ich hoffentlich etwas über den Zweck erfahren. Aha. Verstehe. Lochkarte, okay. Und eine Schere habe ich gefunden. Eine Tür am Ende eines solchen Korridors ist sicherlich wichtig. Nach den Überresten zu urteilen, gab es hier früher eine Blaupause. Ich könnte das entfernen, aber zuerst muss ich die Schrauben herausnehmen. Ich habe aber keinen Schraubenschlüssel mehr. Lockkartenschloss, das kaum benutzt aussieht, sehr retrofororisch. Abgeschlossen. Nee, hilft mir nicht. Ah, doch, hilft. Ja, nee, ist klar. Auf einmal steht sie da. Setze das Mosaik zusammen. Okay, das gehört eher da unten hin. Dann gehört... Oh Gott, wo gehört denn das hin? Da oben? Ja, solche Rätsel, ne?
Gleich habe ich's. Oh Gott. Ich sehe aber keine weiteren Teile. Ist das ein Projektor? In diesem Fall soll ich die Dias hier platzieren. Im Propeller wird es sich nicht annähernd so gut laufen. Sie waren noch dabei, das Wandbild fertig zu stellen. Die Farben sind trocken. Bitte nicht noch ein unbedingt unnötiges, einzigartiges Werkzeug. Na toll. Alte Blumen, ein Bilderraum, eine Gedenkstätte. Liebe Chess, ich habe einen frischen Strauß dieser lästigen Wildblumen mitgebracht, die du so sehr magst, und einen Kruzifix zu dem Foto gelegt. Kann mich immer noch nicht dazu durchringen, in dein Büro zu ziehen, als ob das Öffnen dieser Tür die letzte Chance für dich nehmen würde, irgendwie zurückzukommen. Allerdings scheint nicht jeder in der Vergangenheit zu leben. Ich habe 9 Maschinen gesehen, die unter der Aussicht von Smith an Block B ausgeliefert wurden. Laoidis ist auch hier. Glücklicherweise hält der Prozessor Smith auf Trab und er scheint sehr zufrieden zu sein. Nicht von mir zu hören. Ich werde dein Zimmer noch eine Weile so lassen, wie es ist. Noch eine wenig länger, so Rachel. Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass Jessica bei der Brand ums Leben kam. Also war Rachel ihre Freundin und dann ihr Ersatz. Muss nicht einfach gewesen sein. Es sieht so aus, als hätte Rachel versucht, mit einer Art Ritual zurechtzukommen. Jetzt sind sie beide weg. Ich weiß, es ist verrückt, dass sie verrückt klinge. Aber ich werde dieses Ritual wiederholen. Ich brauche einen Blumenstrauß, ein Foto von Jessica, ihren Anhänger. Ach du Schande. Sieht so aus, als ob sich etwas hinter dem Gitter befindet. Ich brauche einen speziellen Schraubendreher, um ihn zu öffnen. Abial Dan Costo von 1960 bis 1971, Leiter der Anstalt. Alte Blume, ein Bilderrahmen, ein Geschenkrätsel. Oh. Danke. Die Tür hat sich einfach von selbst geschlossen und jetzt geht sie nicht mehr auf. Ich will nicht riskieren, den Rahmen zu beschädigen. Ich brauche etwas Dünnes, um die Abdeckung zu entfernen. Hier ist ein Messer. Ich denke, dass es hierfür ein Foto gab. Okay.
Okay. Ach du Schande. Brauche ich wahrscheinlich noch einen Hammer. Was für eine beängstigende Wüste. Ist das ein Dämon, der Teufel? Es sieht so aus, als ob hier etwas fehlt oder vielleicht auch nicht. Ohne die Schrauben hält es nicht. Eine Männerbüste. Es könnte nur eine Dekoration sein, aber für mich sieht es so aus wie eine Buße für eine Diskette. Kein Schild, kein Türgriff, nur ein dieser Lochkarten-Schlüssellöcher. Wetten, der Schlüssel muss da rein. Nee. So anscheinend nicht. Aber hier kann ich angeblich was tun. Soll ich die Griffe da rein tun oder was? Nee. Ist hier nicht eine Wildblume? Und hier auch? Nee, ganz offensichtlich nicht. Merkwürdig. Aber hier gab es eine Wildblume. Gab es hier noch eine Wildblume? Nein. Was soll ich denn hier machen? Kann ich hier mit der Schleuder spielen? Nee, anscheinend nicht. Warte mal, eine Wildblume weiß ich noch. Ganz am Anfang. Aber da komme ich ja nicht mehr hin. Puh. Ist kompliziert. Arschlüssel. Okay.
Gut, ich würde sagen, wir machen hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.